Ja, hallo Leute, ich bin schon wieder fleißig zugange und habe es jetzt in den letzten Tagen nicht geschafft, eure Kommentare zu beantworten. Ich habe jetzt hier nur gerade meinen Laptop angeschmissen und würde jetzt mal eben ein paar Kommentare durchgehen für euch, weil ich das natürlich alles nicht unkommentiert stehen lassen möchte. Allerdings fehlt mir so ein bisschen die Zeit, mich dahinzusetzen und jetzt wirklich auf jeden Kommentar wirklich ausgiebig zu antworten. Und ich gehe jetzt einfach mal so ein paar Kommentare von den neueren rückwärts zurück, in der Hoffnung, dass ihr dieses Video schaut, um dann mit der Antwort hoffentlich zufrieden zu sein. Ja? Ich hatte gerade rausgehauen, das Ford-Video mit den Keramikbremsklötzen hinten. Das vordere hattet ihr ja bereits schon gesehen, das hintere habe ich jetzt natürlich auch rausgehauen. Und da kam noch mal von Sir Anton die Nachfrage über Drehmoment. Ja, kann man machen. Ich bin dann allerdings eher der Verweis, dass ich keine Drehmomente angebe. Also das ist so ein bisschen das, was ich mache, weil Drehmomente können sich ändern. Aber ich werde die Videobeschreibung entsprechend anpassen, weil für mich ist es immer besser, keine Werte anzugeben. Nicht, dass die sich vom Hersteller her ändern und ich natürlich dann irgendwas veröffentliche, was, ja, was dann Unsinn ist. Ja, also was dann einfach nicht mehr stimmt, das möchte ich nicht. Und ich sage es jetzt ganz einfach mal so, dass vielleicht jeder Schrauber, der schon mal eine Bremse gemacht hat, der kriegt das jetzt auch ohne Drehmomentschlüssel hin. Und ich sag mal, ein Bäcker backt auch seine Brötchen und der wiegt jetzt nicht jeden Morgen detailgenau seine Zutaten ab, sondern der hat das dann irgendwann auch so im Gefühl. Also so ähnlich muss man das sehen. Und deswegen, ja, ich werde bei meinen nächsten Videos nochmal vielleicht explizit darauf hinweisen, dass Drehmomentangaben natürlich zu beachten sind. Ich verwende in meinen Videos nun mal nicht immer einen Drehmomentschlüssel. Empfiehlst du gelochte Bremsscheiben, kam noch von Mustafa, und Keramikbremsen? Ich würde sagen, dass Keramikbremsen generell für Fahrzeuge sind, die, ja, die eher so einen defensiven Fahrstil haben. Also wenn ihr damit auf dem Nürburgring fahren wollt oder richtig heizen wollt, sind meine persönlichen Erfahrungen, dass ich eben nicht unbedingt diese Keramikdinger empfehlen kann. Aber sie sind wirklich staubarm. Da kommt jetzt allerdings auch kurzum noch ein Review, weil ich auf meinem Smart auch Jurid White drauf habe. Und da wollte ich euch die Erfahrung mitteilen, wie die denn jetzt endlich stauben und beziehungsweise wie viel Staub sich da auch wirklich auf der Bremsscheibe beziehungsweise auf der Felge wirklich eingebrannt hat. Ja, also das ist, ich kann vorweg sagen, die Dinger sind schon gut. Wenn du allerdings heizen möchtest, würde ich dir eher die normalen empfehlen. Genauso ist es bei gelochten Bremsscheiben. Also rein technisch würde ich jetzt sagen, bei normaler Fahrweise wirst du keinen Unterschied feststellen, ob du gelochte Bremsscheiben hast oder genutete Bremsscheiben, weil ihr müsst wissen, dass die moderne Fahrzeugelektronik zum Beispiel dazu beiträgt, dass bei Regen, also das heißt, wenn ihr Intervall an eurem Scheibenwischer anhabt, dann legen sich hin und wieder auch schon mal die Bremsklötze an und sorgt dafür, dass eure Bremsscheibe immer trocken ist. Das heißt, das hat so mit Wasserabfuhr eigentlich nur noch wenig zu tun. Deswegen würde ich sagen, ist es eher optisch. Sieht auf einer schönen Alufelge dann auch entsprechend gut aus, genutete oder eben gelochte Bremsscheiben zu haben. Rein technisch bei normaler Fahrweise, hätte ich jetzt so gesagt, wird es einem kaum auffallen. Ja, also das ist sowas. Dann hat Michael noch ein Video kommentiert, kein endloses Gelaber. Ja, auch da, das gehört ein bisschen mit dazu. Ich mache ja nicht nur Reparaturen, sondern versuche ja auch das eine oder andere zu erklären. Nur für mich ist es natürlich dann auch immer schwierig, das richtige Level da zu finden. Das heißt, für den einen oder anderen ist dann das ein oder andere Thema vielleicht auch weniger interessant. Das tut mir dann leid für denjenigen, aber ich versuche natürlich auch mit meiner Videoreihe so, ja, spezielle Themen zu bearbeiten und die dann auch komplex abzuarbeiten bzw. dann auch zu veröffentlichen. Wenn ihr aber in meinem Kanal schaut, werdet ihr sehen, dass ich also auch meine Playlisten so ein bisschen überarbeitet habe und kann dann also auch sagen, wenn, dann abonniert vielleicht die Playlist, wenn wirklich das ein oder andere Thema dabei ist, was euch wirklich nicht die Bohne interessiert. Nur ich muss ein paar Dinge wiederholen, weil sie mir auch wichtig sind und ich weiß, dass ihr auch nicht alle Videos von A bis Z guckt. Ja, das heißt, ich muss dann ungefähr die wichtigen Dinge vielleicht nochmal wiederholen. Ja. Welchen Schlagschrauber hast du und welchen bist du damit zufrieden? Ja, das ist ein elektrischer Schlagschrauber, da habe ich auch schon ein Video zu gedreht. Das liegt allerdings schon länger hier rum, das habe ich noch nicht veröffentlicht. Und ja, ich bin mit diesem Schlagschrauber sogar sehr zufrieden. Der große Vorteil an diesem Schlagschrauber ist, dass er genauso viel wieder festzieht, wie er löst.
Es gibt welche, die ziehen also nicht mit dem gleichen Power wieder fest, wie sie eigentlich lösen können. Und das ist dann vielleicht wenn man so einen Schlagschrauber mal auf so einen Federspanner machen möchte oder auf einen Abzieher, kann das hilfreich sein, dass du auch volle Power hast zum Festziehen. Das Video wird kurz umkommen, es dauert allerdings noch ein bisschen, weil ich jetzt noch ein paar andere Sachen dazwischen schieben musste. Und ja, ich bin mit diesem Schlagschrauber wirklich sehr zufrieden und es ist, glaube ich, auch der beste elektrische Schlagschrauber, um es mal so zu sagen. Also da werde ich euch noch mal ein Video machen, beziehungsweise Video habe ich schon gemacht, ich muss es nur noch schneiden, rendern und veröffentlichen und dann findet ihr auch den passenden Amazon-Link. Das ist nicht der ganz günstige, aber es ist meiner Meinung nach der, die meiste Power bringt. Dann gab es hier noch was, das habe ich wirklich jetzt nicht so verstanden, dass irgendwas mit der Bremsflüssigkeit an der Manschette, also da war für mich jetzt keine Bremsflüssigkeit, es war vielleicht der Bremsenreiniger, der da Spuren hinterlassen hat, allerdings ist die Bremse einwandfrei in Ordnung. Also das ist auch was, da könnt ihr sicher sein, dass wenn eine Manschette kaputt ist, eingerissen ist, dann würde ich euch empfehlen, diese Manschette natürlich auch neu zu machen, beziehungsweise meistens ist der Kolben dann schon rostig. Und dann wäre es wahrscheinlich auch schlauer, den Bremssattel hinten komplett neu zu machen. Das gilt natürlich auch für vorne. Also ich habe bei der Montage so nichts gesehen, dass da irgendwie Bremsflüssigkeit ausgetreten ist. Und das Ding läuft und fährt, ist schon lange, 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 lange wieder unterwegs. Dann gab es so ein paar Anmerkungen zu dem Mini-Video, was ich rausgehauen habe. Ja, das ist... Da haben sehr viele Leute geschrieben, Getriebeölwechsel. Ja, das stimmt. Das Getriebeöl ist aber gewechselt worden, schon vor etwas längerer Zeit. Das ist jetzt vielleicht ein Jahr her. Der Stand war auch okay, aber manchmal haben die Dinger nun mal Probleme. Und ja, die Schaltung ist jetzt besser geworden. Allerdings, wenn man jetzt so von so locker flockig sprechen sollte, ja, dass die Schaltung jetzt also wirklich so fluppt, das ist nicht so der Fall. Es kann also wirklich sein, dass wir da nochmal aktiv werden müssen. Allerdings... müssen wir dann wirklich schauen, ob wir das dann hier wirklich machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, hatte mir auch jemand geschrieben, dass Rostlöser keine Lösung ist. Ja, auch da pflichte ich zu. Es war nur sonntags, ich hatte nichts anderes und wenn diese Schaltzüge jetzt vielleicht in irgendeiner Art und Weise kaputt sind, dann hätten sie sowieso neu gemusst. Das wäre jetzt nur eine vorübergehende Lösung gewesen. Also das hätten wir dann noch gemacht. Aber die Schaltung ist, wie gesagt, ein bisschen besser geworden. Aber ganz ehrlich, sie fluppt noch nicht so, wie ich mir eigentlich eine Schaltung vorstelle. Dann kam noch das ein oder andere Feedback zu meinem Einkauf vom. Und das hätte ich jetzt persönlich gar nicht so erwartet. Aber mit dem Messen, ja, da werde ich kurz um aktiv werden. Und da laufen schon diverse Vorbereitungen im Hintergrund zu, dauert allerdings noch ein bisschen. Und kann da nur sagen, gebt mir ein bisschen Zeit dafür, weil das ist nicht ganz so einfach und ich möchte auch da den schmalen Grat richtig erwischen zwischen, dass der Laie etwas versteht und vielleicht der, der schraubt, auch was davon hat. Beziehungsweise, dass der, der schraubt, noch mir vielleicht hilft dabei und mit seinen Kommentaren das Video noch besser macht. Ja, das wäre also wirklich auch ganz gut. Und dann gab es noch mal Anmerkungen zu der Schaltung. Jo, das hatte ich gerade schon erwähnt. Und was kam noch so? Ja, dann kam noch eine große Diskussion über meinen Auris. Kam vielleicht jetzt nicht ganz so gut an, war vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so interessant gemacht, das mag sein. Ich fand das schon komisch, dass nach 15.000 Kilometern und vielleicht, keine Ahnung, 6 Monaten der Innenraumluftfilter neu gekommen ist, aber es ist dann eben so. Ganz ehrlich, ich möchte auch keinen Gestank im Auto haben und ich möchte auch eigentlich damit ja, möglichst wenig zu tun haben, weil je mehr ich an meinem eigenen Auto schraube, habe ich keine Zeit für andere Videos. Ja, also deswegen, mir ist das im Grundprinzip egal. Ich möchte, dass es in meinem Auto nicht stinkt und ich möchte auch immer eine freie Windschutzscheibe haben. Und deswegen, wenn der Filter dann dreckig ist, dann kommt er neu. Und ganz ehrlich, das sind jetzt 18 Euro, die okay sind, meiner Meinung nach. Für eine Vertragswerkstatt, finde ich, ist das okay. Ja, dann kamen noch ein paar Dinge.
Das fand ich allerdings ein bisschen komisch. Damals beim Ölwechsel wurde Diesel mit Diesel nachgespült. Kann man das heute noch so erledigen? Und da kann ich nur sagen, nein, kann man nicht. Also Diesel hat meiner Meinung nach im Motoröl überhaupt nichts zu suchen. Weder zum Reinigen noch zum Nachspülen in irgendeiner Art und Weise. Also das kann ich keinem empfehlen, das so zu machen. Getriebeölwechsel, was kam sonst noch? Noch mal mehr Anzeigen hier. Genau, dann gab es noch so ein bisschen, genau, hier hatte jemand geschrieben, Manfred hatte geschrieben, Moin, WD-40 ist keine Lösung zum Schmieren, das weißt du auch. Ja, das weiß ich auch. Es war sonntags, ich hatte nichts anderes und ich wollte wissen, ob der Schaltseilzug fest ist oder nicht. Und das erschien mir als die beste spontane Möglichkeit, das Ganze zu prüfen. Dass das nicht korrekt ist, ist absolut richtig. So, was haben wir denn sonst noch gehabt? Bei mir haben Keramikbelege nach kurzer Zeit fürchterlich schlechtes Tragbild gehabt. Ja gut, schlechtes Tragbild ist in der Regel so, hätte ich jetzt so gesagt, dass Bremsklötze nicht ganz anliegen. Und vielleicht haben die dann in seinen Führungen geklemmt. Ja, gerade hinten ist das oftmals der Fall, dass die Führungen oder dass die Bremsklötze in den Führungen nicht beweglich genug sind. Und da würde ich dann schon sagen, ist es vielleicht eher so ein Problem. Ich habe bis jetzt mit diesen Keramikdingern überhaupt noch kein Theater gehabt. Was gab es denn sonst noch? Das Mitbringen von Öl. Ja, ich hätte das Öl sicherlich auch mitbringen können, aber mir ging es einfach darum, zu gucken, wirklich wie teuer ist das, um euch auch mal auch so einen Einblick zu geben. Mensch, was sind denn das für Wartungskosten? Was wird da gemacht? Ist das viel oder wenig? Ich habe gesehen, ihr habt reichlich darüber diskutiert und das will ich auch irgendwo ein bisschen damit bezwecken. Ich will ja nicht als der Oberschlaumeier rüberkommen, sondern wenn ihr etwas wisst oder eine andere Meinung zu einem Thema habt, dann soll das auch hier die Plattform sein, um euch entsprechend ja, da auszutoben. Ne? Also deswegen sind diese Kommentare ganz in Ordnung. So, dann, was hatten wir sonst noch? Bei Toyota, was das Öl angeht. Ach ja, ich hatte noch eine Randbemerkung. Da hatte jemand geschrieben, er hätte seine Bremsflüssigkeit jetzt schon seit 5 Jahren nicht gewechselt und ob das wirklich sinnvoll ist. Und da kann ich nur sagen, ja, weil die Bremsflüssigkeit ist extra so konstruiert worden, dass sie Wasser zieht. Warum? Weil sie soll das Wasser, was in der Leitung ist, wirklich aufsaugen, damit die Elektronik, die zum Beispiel in eurem ABS-Steuergerät ist oder in eurem ABS-Kreislauf sitzt, nicht kaputt geht. Ja? Also dafür ist die Bremsflüssigkeit konzipiert worden, seht es so als Art Schwamm und irgendwann ist so ein Schwamm natürlich auch voll und sollte dann natürlich dann auch entsprechend gewechselt werden. Also alle 2 Jahre sollte Bremsflüssigkeit raus. Jetzt kann man sagen, okay, jetzt fahre ich noch ein halbes Jahr länger. Das ist auch okay, aber 5 Jahre halte ich für eindeutig zu viel. So, schaue ich noch mal eben. Ja, dann kam noch mal ein Kommentar zu den Fußmatten. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es da mal Theater gab, dass eben die Fußmatte verrutscht ist, auch unter das Gaspedal oder unter das Bremspedal, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau. Und ihr kennt das ja selber, wenn man dann wahrscheinlich 4 oder 5 verschiedene Fußmatten hat, dann wird es dann auch irgendwann eng. Und ich finde es cool, dass Toyota darauf reagiert und auch darauf achtet, dass das so in der Form nicht passiert. Habe ich bis jetzt noch in keinem anderen Wartungsplan gesehen und finde es okay, dass wenn man mal ein Problem damit hat, dass man dann auch sagt, pass auf, wir prüfen während deiner Inspektion, ob deine Fußmatten in Ordnung sind oder nicht. Also das halte ich für absolut in Ordnung. War für mich nur ungewöhnlich. Kannte ich von keinem anderen Hersteller bis jetzt und muss ganz ehrlich sagen, finde ich top. Ja, dann kam noch eine Anmerkung zu der Auris hat eine Steuerkette und da wären 15.000 Kilometer das Maximum beim Ölwechsel. Ja, das kann man so sehen. Man macht, würde generell nichts falsch machen, aber ich denke wirklich, bei 4,2 Liter Öl an Bord haben wir genug Möglichkeiten, Schadstoffe aufzunehmen vom Motoröl und da hätte ich mir gewünscht, dass wir wenigstens die 20.000 Kilometer fahren können. Das ist mittlerweile bei fast allen gängig. Einmal im Jahr, aber 20.000 Kilometer. Und diese 5.000 Kilometer, das wären bei mir ungefähr 2 Monate gewesen. Ich wäre sie gerne noch gefahren. Ja? Ich kann Leute verstehen, die den Long-Life-Intervall nicht ganz ausschöpfen.
das ist durchaus okay. Würde ich auch nicht tun. Aber ich sag mal, einmal im Jahr oder 20.000 und ich sag mal so, wir sind jetzt viel mit dem Auto gefahren. Der ist immer on the way, irgendwo, irgendwie. Die 5.000 hätte ich mitgenommen. Aber ist jetzt auch nicht mega Beinbruch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, ja. Bei Öl ist es generell sowieso dann oftmals auch so eine Glaubensfrage. So, was haben wir denn sonst noch? Dann kam noch mal die Diskussion über den Innenraumluftfilter, absolut in Ordnung. Und dann kam noch von Tüftler die Anmerkung, es wurde ja Bremsenreiniger bei mir aufgeschrieben. Okay, braucht man mal, ja. Das sind dann so diese kleinen Dinge, die dann da drauf kommen. Also ich breche mir da keinen Zacken aus der Krone und jeder, der schraubt, der wird wissen, dass man sowas durchaus braucht. Ob man sowas jetzt extra ausweisen muss oder ob man das unter Thema Kleinteile führt oder wie auch immer, das ist ja dann irgendwie jedem überlassen, jedem selber irgendwo. Ne? Also ich finde es in Ordnung. Andersrum muss ich aber auch sagen, für, glaube ich, 2,50 Euro kaufe ich wirklich eine ganze Dose. Ne? Das ist dann so. Dann kam nochmal Thema über die TT-Lager. Ich hatte ja einmal gesagt, diese geschlossenen Lager hatte ich verpresst. Damit habe ich bis jetzt wirklich null Theater gehabt und habe damit durchweg positive Erfahrungen gemacht. So, was haben wir sonst noch? Schauen wir mal eben. Ja, dann kamen natürlich noch ein paar Kommentare zu dem Video, was ich mit Schrauber zusammen gemacht habe. Und das war nicht ganz so einfach. Und wir hätten diese Schraube an sich gar nicht lösen müssen. Aber ich bleibe auch dabei, das sind Fehler, die passieren. Und aus Schaden wird man klug. Und letztendlich, wenn es dazu dient, dass ihr bei eurem Charan oder Alhambra letztendlich die Federn dann neu machen müsst und ihr wisst, was auf euch zukommen könnte und diese Schraube dann vielleicht auch nicht löst, ja, dann hat das ja doch irgendwo was gebracht. Und generell möchte ich ja mit meinen Videos nicht sagen, dass das jetzt Lehr- oder Schulungsvideos sind, sondern ich möchte euch eigentlich eher zeigen, was auf euch zukommt, um dann selbst zu beurteilen, ob ihr diese Reparatur selber machen könnt. Ja? Einfach sich anschauen und sagen, okay, kriege ich selber hin. Oder okay, aber was benutzt der da? Wie macht er das so? Habe ich das? Mehr möchte ich mit meinen Videos gar nicht erreichen. Also es ist weit davon entfernt, dass wir da über Schulungs- oder Lehrvideos sprechen. Das kann ich gar nicht. Also ich sag mal, da bin ich gar nicht ausgebildet für und wüsste jetzt auch gar nicht, in was für einem Detaillierungsgrad das wirklich dann passieren müsste. Dann nochmal ein neuer Kanal, kam auch nochmal, vor ungefähr einer Woche kam nochmal ein neuer Kanal mit Schrauber und Kargraf zusammen. Ja, das ist erstmal so nicht geplant, aber es werden weitere Videos kommen, die wir zusammen machen werden. Und ich glaube, dass das auch immer ganz okay ist, weil bei manchen Sachen muss man sich untereinander helfen, sei es jetzt mit Werkzeug oder sei es mit Hilfe, mit Wissen. Wir tauschen regelmäßig Erfahrungen aus, wir tauschen regelmäßig Werkzeug aus und so sollte es dann auch sein. Ich guck mal noch, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ach ja, hier kam noch mal eine Anmerkung, beim nächsten Mal vorher den Reparaturleitfaden schauen, könnte so ein Desaster vermeiden. Ja, das stimmt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nie gesagt, dass ich fehlerfrei bin und uns passiert natürlich auch Fehler, das ist gar keine Frage, aber wir haben gesagt, wir können das jetzt vertuschen und können uns darstellen, wie toll wir Videos drehen können und wie toll wir Autos reparieren wollen, aber man muss auch, glaube ich, sagen, man kann ja, wenn wir einen Fehler machen, besteht ja die Gefahr, dass andere diesen Fehler auch machen und wenn sie dann diesen Fehler nicht machen, weil sie gesehen haben, dass wir etwas falsch gemacht haben, dann hat das auch vielleicht ein Lehreffekt oder ein Aufmerksamkeitseffekt erzeugt, wo man sagt, okay, guck mal, das haben die so gemacht, das ist aber vollkommener Unsinn, das mache ich lieber anders. Das ist dann absolut okay. Ja? Deswegen wollten wir das Video auch jetzt nicht so tunen, dass man sagt, oh, guck mal, wie toll, wir mal eben an einem Charan oder an einem Alhambra die Federn vorne wechseln und das ist total easy und ist total einfach, sondern es geht wirklich einfach darum, das reale
Leben zu zeigen. So, dann kam von Michael noch von einer Woche, hatte gesagt, als ich die erste Folge von meinem Einkauf vom gemacht habe, völlig uninteressant, ist angekommen die Botschaft. Ich denke mal, ich habe es ein bisschen anders gemacht in den weiteren Aussagen. Da kam zumindest jetzt kein völlig uninteressant nochmal. Ja, aber wie gesagt, es gehört so ein bisschen auch dazu, Sachen zu erklären, Sachen zu wiederholen. Es ist kein reiner Reparaturkanal. Ja. Ach so, hier steht es nämlich, vor einer Woche, und da wollte ich unbedingt drauf geantwortet haben, aber ich komme wirklich im Moment nicht dazu, muss man unbedingt wechseln. Ich fahre seit 5 Jahren mit derselben Bremsflüssigkeit und merke keinen Unterschied beim Bremsen. Bremsflüssigkeitswechsel, wenn du jetzt ein normales Auto fährst, kostet dich wahrscheinlich in einer freien Werkstatt um die 25 bis 30 Euro. Ein rostiges Bremssystem, was sich irgendwann dadurch ergibt, kostet dich irgendwann richtig Kohle. Ich würde dir empfehlen, die Bremsflüssigkeit spätestens nach 2 Jahren rauszuwerfen. Es wurde oftmals angemerkt, dass dieser Bremsflüssigkeitstester auch nicht zu 100% funktioniert. Das mag zwar alles sein, aber 5 Jahre würde ich nicht mit einer Bremsflüssigkeit rumfahren. Ja? Egal wie du fährst. Ja, also das würde ich schon machen. Ja, dann kam nochmal, ich bin überzeugter Handwäscher, das ist absolut okay. Ich bin es nicht. Ich bin immer froh, wenn mir die Fahrzeugpflege abgenommen wird, obwohl da jetzt auch noch kurz um Video zu kommen wird. Fahrzeugpflege à la Kargraf so ungefähr. Und ich kann Leute verstehen, die da ganz pingelig sind und die das auch nicht wollen. Für mich ist das ein super Service-Gedanke. Also mich kann man erfreuen, wenn einer mein Auto wäscht. Ja? Und ich hätte jetzt gesagt, manche Autohäuser machen das, finde ich auch absolut in Ordnung. Wäre jetzt für mich auch kein Problem. Man kann ja vorher fragen, dürfen wir Auto waschen, ja oder nein. Vielleicht werden ja auch so ihre Erfahrungen gemacht haben. Letztendlich hätte ich das jetzt nicht so streng gesehen. Aber ich kann nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich wasche mein Auto nur mit der Hand und das mache ich auch nur selber und das mache ich auch nur alleine und da kommt kein anderer dran. Das ist absolut legitim. Ich ticke da anders und ich bin ganz ehrlich, Fahrzeugpflege, da kommt noch ein Video zu, wird nicht so übermäßig hier Anwendung finden. Dann kam noch mal so das ein oder andere zu dem Bremsassistenten von Toyota. Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass das Ding früher bremst, bin ich ganz ehrlich. Und kann das jetzt so nicht unbedingt nachvollziehen. Also diese späte Reaktion vom Auto, die hätte ich mir weitaus früher gewünscht. Letztendlich verzögert er, allerdings berührt man die Leute trotzdem an den Knien. Und ich weiß nicht, ansonsten ist so ein Ding eigentlich ganz cool und hilft auch. Aber so in der Form hätte ich schon irgendwo ein bisschen anders erwartet. Ja, dann geht es nochmal um das Thema Wartung, Auris, Kosten. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ihr da wirklich jetzt auch noch großartig nachrechnet. War wahrscheinlich auch zu einfach gedacht von mir. Und ja, ich habe noch was mitmachen lassen. Das Video kommt aber jetzt kurzum noch. Das befindet sich gerade im Schnitt. Und es wird dann noch ein Auris-Video geben. Und dann hoffe ich, dass ich für die nächsten 5000 Kilometer erstmal wieder keins machen muss. Wenn das Auto keinen Stress macht, mache ich auch kein Video. Und hoffe, dass das dann auf jeden Fall so bleibt. Allerdings, eins wird noch kommen. So, dann 220 Euro für was? Ölwechsel, Innenraumluftfilter, das ist wohl ein April-Scherz. Gut, ich muss ganz ehrlich gestehen, so teuer fand ich es jetzt gar nicht. Es ist teuer, selber machen, gar keine Frage, ist am günstigsten. Aber so teuer für eine Fachwerkstatt finde ich es jetzt nicht. Natürlich, freie Werkstatt kann das günstiger. Ja, und selber machen sowieso. Aber ich glaube, dass da Werkstätten schon ganz anders bei sind, um da Kurse aufzurufen. Und ich glaube, da ist okay. Natürlich hätte ich mir die 220 Euro natürlich auch ganz gern gespart. Aber es ist so, wie es ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder 15.000 Ruhe habe, dann ist das Ganze okay. So, was haben wir sonst noch? So, ja, jetzt hat noch alles wird gut, hat mir noch geschrieben,
Er scheint einer von denjenigen zu sein, die sich für diese Hybrid-Videos interessieren. Und für mich ist das eigentlich nur mein persönliches Tagebuch. Und habe gesagt, dass ich auf jeden Fall dieses Verfall des Autos auf jeden Fall verfilmen möchte. Und mal gucken, wie lange er hält. Das ist einfach so das. Und ich glaube, dass das eine ganz coole Technologie ist. Und man sich vielleicht auch ein bisschen damit auseinandersetzen muss. Deswegen wird es jetzt auch erstmal die Videoreihe auf jeden Fall wird fortgesetzt. Da kamen natürlich dann schon so ein paar Anmerkungen, zwei Videos für eine Inspektion. Okay, ja, hätte man vielleicht zusammenschrumpfen können, aber ich wollte so ein bisschen nach Themen haben. Ich wollte so ein bisschen nach Themen haben und vielleicht ist das für den einen oder anderen dann einfach zu lang. Ich weiß es nicht, für den einen oder anderen ist es genau richtig. Das ist dann der schmale Grat, den ich leider gehen muss, aber das kann ich leider so nicht ändern. So, was haben wir sonst noch? Ich gehe jetzt mal so kurz und knapp da durch, was ich sonst noch so gefunden habe. Ja, Tüffler hat vor einer Woche schon geraten, ungefähr 20 Euro der Liter und hat sogar gepasst, ne? Waren auf dem Kopf 20 Euro. So, ich hoffe, ich habe jetzt irgendwie keinen vergessen. Wie gesagt, ich wollte das alles noch per Mail oder per Tastatur beantworten, nur im Moment komme ich wirklich nicht dazu. Und bevor eure Kommentare irgendwo im Nirvana versinken, mache ich das eben auf diese Art und Weise und hoffe, ich habe jetzt auf die gängigsten Fragen mal eben ganz kurz beantwortet. Und ganz ehrlich, ihr könnt natürlich dann im nächsten Livestream all diese Sachen können wir nochmal ausführlicher gehen. Für mich war wichtig, dass ich jetzt hier so ein bisschen den Druck aus dem Kessel nehme. Ihr schreibt mir, ihr stellt auch Fragen und ich hoffe, dass ich das ein oder andere damit jetzt beantwortet habe. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann haut es einfach unter dieses Video. Ich werde sehen, ob dieses Format mal eben schnell darauf zu antworten ankommt und ob das reicht. Dann wiederhole ich das natürlich sehr gerne für die Allgemeinheit nochmal. Und wenn es ernervt, dann werde ich einzeln versuchen, darauf zu antworten. Nur im Moment ist so ein bisschen tricky alles. Ja, das war das Video zum kurzen Information bzw. Mein kurzes Feedback an euch. Ich wünsche euch angenehme Rest Ostern und sage bis dann, danke und tschüss.